Obwohl ich den Boden ganz gerne mit Holz machen würde. Also ich werde nachher schön Holz hacken gehen. Und das muss ich mir mal angucken. Wartet mal. Das muss ich mir genau angucken. Hallo? Hips, hips, hips. So, bin ich hier jetzt. Erde einsammeln und hier alles jetzt mit. Also ich müsste eigentlich noch eins rausreißen und das alles hier mit, mit Kohle, mit Holz ersetzen. Dann lasse ich aber die Steinwände, die lasse ich. Das sähe eigentlich richtig cool aus. Und von außen könnten wir dann je nachdem wieder einen glatten Stein drauf machen, wenn das jetzt nicht so toll aussieht. Das könnte man theoretisch noch machen. Das wäre nicht so schlimm. Ich könnte ja da oben. Also das muss ja weg. Das ist ja Boden hier, ne? Ich habe mir ja gerade ein Loch in den Boden reingerissen. Ja, da muss das weg. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, bevor ich jetzt irgendwas zu viel abreiße. Dieses Gebilde hier noch weg. Und das würde ich gerne zumachen und so lassen. Ich würde auch hier diese glatte Stelle wieder ein bisschen bergiger machen. Ein bisschen hügeliger. Also lasse ich, das verkleide ich alles nachher mit Erde noch und das kommt noch weg. Und dann würde ich fast sagen, dass wir schon in die Wüste gehen können, Glas sammeln, weil sonst komme ich hier nicht weiter. Das muss ich dann ehrlich zugeben. Das muss noch weg, ne? Denn ich werde mir eine Kiste bauen, ein bisschen Zeugs da lassen. Die kann ich ja da oben reinstellen und dann gehe ich in die Wüste. Die ist ja Gott sei Dank nicht weit weg von uns. Ist ja direkt hier um die Ecke. Glas sammeln. Das, also Sand und dann Glas. Obwohl da vorne ist ja auch ein riesen Hügel. Aber ich glaube, dahinter war die Wüste, ne? Ja. Dann würde ich das nämlich jetzt erstmal so lassen. Weil ich bin jetzt gerade da echt so ein bisschen. Ja. So, die Kohle nehme ich auch wieder mit. Kiste bauen. Kiste bauen ist wichtig. Weil ich. Oh, jedes Mal das Gleiche, ne? Das ist mir schon so oft passiert. Krieg ich Zustände, wenn ich das sehe. Dass ich mich da jedes Mal. Wo stelle ich denn die jetzt hin, dass die nicht im Weg steht? Ich brauche ja noch eine Lagerhalle, ne? Aber die Lagerhalle möchte ich eigentlich auch nicht im Haus haben. Die würde ich lieber draußen haben. Dann stelle ich die Kiste jetzt einfach mal dahin, wo sie nicht stört. So, dann stelle ich die hier unten hin, weil der Boden hier, der bleibt, der wird nicht aus Holz. Oder? Ich weiß es nicht. Dann stelle ich die Kiste einfach dahin, wo der ganze Rest steht. So. Dann erstmal die ganzen Steine hier rein. Ach, da. Ach, das ist Kies, ne? Kies. Ach, deswegen geht das auch nicht. Ich wollte sagen, hä, wieso? Das muss doch gehen. So, dann habe ich noch Kohle. Die 40 nehme ich mit wegen Fackeln. Das Eisen nehme ich nicht mit. Doch, nehme ich erstmal mit, weil ich brauche ja noch ein bisschen Dingens. Und die Erde packe ich hier rein. Erde brauchen wir auch. Ich sammle mehr Stein. Oh. Okay, also und den Feuerschein kannst du auch hier lassen. So. Ich würde mir nämlich ganz gerne noch zwei. Ne, komm, ich habe mir drei Schaufeln. Drei Schaufeln machen. Und dann würde ich das Eisen auch gerne hier lassen und die Kohle, die nehme ich mit. Die restlichen Dinger hier. Huch. So und so und so und so. So, dann können wir los. Im Dunkeln. Ich hasse es. Na gut, okay. Alter.
Und hier den Berg mit Sand, den will ich jetzt nicht abreißen. Aber ich glaube, hier um die Ecke. Das ist so schön. Hier um die Ecke, wo die Kuh schwimmt. Quasi hinter dem tollen Berg hier. Ist direkt die Wüste. Die war nicht. Also, entweder ist sie hier oder rechts von uns gewesen. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die ist aber hier gewesen. Oh, Tintenfische. Ja, da ist er ja schon. Ist das wirklich hier gewesen? Ich bin durch so eine riesen Wüste gelaufen damals. Letztens auch bin ich gestorben. Ja, wollte gerade sagen, hier ist es doch. Hups. Bloop. So, dann baue ich jetzt die nächsten 35 Folgen Sand ab. Hahaha. Nein. Ich hoffe nicht. Vielleicht finde ich ja noch einen Tempel oder so. Das finde ich auch ziemlich cool. Das ist mir damals auch bei meiner ersten Welt auch passiert. Ich bin auch durch die Wüste gelaufen. Ich musste ja erst mal ein paar Tage laufen, bis ich hier was gefunden habe. Huch, das ist Sandstein sogar schon. Das ist natürlich auch sehr cool. Können wir auch nachher mitnehmen. Sandstein ist natürlich auch. Jetzt habe ich mir natürlich keine Spitzhacke gemacht. Ich dachte, ich finde hier nur Sand. Eigentlich könnte ich mich hier unten hinstellen, ne? Gott sei Dank geht das hier schnell mit dem Sand. War schon ein 64er Stack haben wir schon voll. Jetzt haben wir schon 25, 26, 27, 28. Wieder 5:45 nachts. Eigentlich müsste ich gleich schlafen gehen, weil ich habe morgen Frühschicht. Hallo? Ah. Schade, dass die Musik hier immer aussetzt. Das finde ich echt. Als ich die Testaufnahme gemacht habe für die Adventure-Welt, genau, für die Creative-Welt, habe ich die ganze Zeit so eine komische Musik ins Ohr gedröhnt. Da dachte ich auch, warum ist das in der Survival-Welt nicht? Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Immer so lustig, dass das immer hier nachrutscht. Eigentlich kann ich die wirklich hier hinstellen und einfach warten, ne? Ich finde aber, bei mir dauert das länger. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ich will auf jeden Fall den Sandstein noch mitnehmen. Das ist mir gerade sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, wie man Sandstein craftet. Schiebt man das nochmal hin? In den Ofen schieben geht nicht, da kriegst du Glas. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie man das jetzt nochmal genau macht. Man hat Sandstein, man hat glatten Sandstein. Ich glaube, wenn man Sandstein in den Ofen schiebt, dann kriegt man ja glatten Sandstein. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich jetzt, wie kriege ich jetzt Sandstein allgemein? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
So, den Hügel hier noch, diesen riesen Block noch, und dann sammle ich schnell den Sandstein noch ein und dann hauen wir wieder ab, weil die Spitzhacke, die ist nämlich auch leicht defekt. Die bricht wahrscheinlich nach zwei, drei Steinen schon durch. Aber gut zu wissen, dass hier drunter Sandstein ist. So, und so. Jetzt alles einsammeln, was wir hier liegen lassen haben. Nein, noch einer. Huch. 56, dann mache ich den 64 noch voll. Nee, es sind schon mehr als 64. Aber ganz ehrlich, Sand kann man nie genug haben, weil wir brauchen so viel Glas. Und ich habe keinen Bock, jetzt in den nächsten zwei Folgen nochmal hier hinzulatschen und Glas zu sammeln. Sand zu sammeln. Ja, und ich wollte gerade sagen, oder ich mache bis zum Defekt der Schaufel. Oh, es geht aber auch ganz schön schnell hier. Mit dem Sandstein. Kann man auch viel mitmachen mit dem Sandstein. Ja, okay, dann müssen wir jetzt wieder nach Hause gehen. Wie habe ich denn jetzt? Aber ich habe noch zwei Schaufeln, ne? Ja, jetzt wird es aber hell. Ich gehe jetzt, wenn es komplett hell ist, gehe ich aber wieder nach Hause zurück. Denn ich will jetzt auch nicht hier den ganzen Tag in der Wüste verbringen und Sand schaufeln. Hat mich gerade der Block erschlagen? Ja, ich bin jetzt fertig. Ich bin schon auf dem Nachhauseweg, wie ihr vielleicht seht. Es ist aber auch echt schlimm. Wenn man einmal so in diesem Flow drin ist, dann kommt man auch nicht mehr schnell raus. Oh Gott. Total begeistert durch Sandabbau. So, die Dinger hier noch und dann. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Ich bin auf dem Weg nach Hause, Leute. Echt jetzt. Ich nähere mich ja schon dem Berg, aber ich kann ja zwischendurch noch ein bisschen Sand abbauen. Huch. Schaufel geht aber auch nicht kaputt, ne? Hallo? Alter! Oh, okay. Huch, hab ich mich hier ein bisschen eingegraben. Oh, okay, jetzt muss ich nach Hause gehen. Jetzt ist alles kaputt. Tschüss, Schaf. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich Sand brauche. Hier drunter wollte ich auch noch was bauen, ne?
so lustig hier. Die ganze Kohle da oben. Die ganze Kohle da oben finde ich auch ziemlich geil noch. Würde mir auch sehr gefallen, die irgendwann mal zu holen. Irgendwann. Wo muss ich jetzt hin? Achso, Mu. Schön ins Ohr, Moon. Hier ist auch noch Kohle. Jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Ah, ist überall noch Kohle. Der Berg links von uns kommt übrigens auch noch weg. Das da. Das kommt definitiv noch weg. Ja, dann werde ich einfach mal Rasen mähen. Und alles schön machen. So. Ach so. Egal. Machen wir erstmal hier die restliche Kohle rein und dann.